Sehr gut. Eure Kaufleute haben einen neuen Handelsaußenposten errichtet. Denn wir müssen noch langsam mal hier ein bisschen weiter forschen. Müssten wir, und was haben die hier noch für den Metropolenpunkt haben die, den Imperatorpunkt haben die. Ach ja, den Quell der Weisheit, da kämpfen wir uns gegen Ludwig an. Es ist, es dauert alles so. Es ist manchmal so ein bisschen, ja, unerfreulich. Wir haben eigentlich genug Gold, um nochmal zwei, dann haben wir da noch einen und da drei oder so. Genau, was so. Mehr Truppen brauchen wir auch noch, dann können wir uns hier unten noch das Gebiet holen. Da hätten wir nämlich nochmal Steine, Fische und auch Fleisch. Dafür brauchen wir mindestens noch zwei Einheiten. Und wir hätten natürlich auch nochmal einen zusätzlichen noch ein zusätzliches Gebiet. So, wir müssen das ein bisschen hochschieben. Wo war es? Da ist es. Den Außenpostenausbau stellen wir mal hier nach ganz oben direkt hinter die Kirche. Denn sonst dauert das zu lange. So viel Zeit haben wir nicht. So, der Ausbau geht immer noch nicht voran. Da ist er im Prinzip ein Lagerhaus. Ist doch eigentlich alles, quasi mehr oder weniger bis auf das Eisen, was die brauchen, um das scheiß Ding auszubauen. Was hat der jetzt hier für ein Problem? Die Jägerhütte hat nichts zu tun. Da ist aber doch noch genug Wild auf der Karte verzeichnet. So. Nutzt es doch, Leute. Nutzt es doch. Na komm, baut das doch endlich die Scheißkirche aus. Ist das so schwierig? Dann bauen wir hier derweil ein bisschen die Straße hier aus. Vielleicht hilft das ja. Wenn wir das hier alles ein bisschen ausbauen, dass sie sich ein bisschen schneller bewegen können. So, mal eben anders setzen. So, in der Logistik können wir im Prinzip im Moment nichts wirklich noch verbessern, optimieren. Müssen wir einfach einen Moment warten. Aber ich hoffe doch mal sehr, dass sie endlich hier mal die Kirche ausbauen. Ihr werdet von feindlichen Truppen angegriffen. Na, klasse. Wie viel hat der 8 hat der? Das schaffen wir nicht. Mit unseren 4 könnten wir höchstens noch einen Bruder hin entsenden. Aber im Prinzip nützt es uns nichts. Da können wir nicht gegen an. Es sei denn, die würden endlich jetzt hier mal unsere Truppen endlich mal ausbilden. Plus 2 wären 7. Ah, könnte ich nach dem neuer Soldat picken hier. Da könnten wir uns auch noch ein... machen wir das so. Noch ein Musketier und noch ein Pikenier. In der Hoffnung, dass wir das vielleicht dann noch hinkriegen. Oder zumindest die 3 noch kommen, die da noch kommen sollten. In der Zeit, die uns noch bleibt. Weil ich eigentlich das nicht alles nochmal in Auftrag geben wollte, was ich jetzt hier hingesetzt habe. Okay, wir haben 7 schon mal. Naja, ansonsten hilft es im Prinzip nichts, dass wir, außer dass wir die Truppen nochmal zurückschicken und dann Ludwig angreifen. Genau, dann schicken wir die weg.
warten, bis wir die neun zusammen haben und greifen dann quasi nochmal, befreien dann quasi nochmal unser Gebiet. Sonst bringt das ja nichts. So, was hat der denn hier eigentlich für Truppen? Hat hauptsächlich Musketiere. So, dann schicken wir die wieder hier in den Gegenangriff, weil jetzt haben wir die neun hier zusammen. Ach Gott. So. Hier ist immer noch nicht ausgebaut. Leute, was machen die denn da? Der ist auch neun. Wieso hat er denn jetzt... Okay, 9 gegen 9 ist natürlich aber immerhin schon mal eine faire Chance. Da wir auf jeden Fall ja mehr Pikiniere haben als er, könnte das sogar einigermaßen funktionieren. Na, komm schon. Ach, das ist anständig, Jungs. Moment, immer noch gleich. 6 gegen 6. Aber jetzt sollten eigentlich ein Vorteil sein, denn unsere Pikiniere sollten ja unseren dortigen Musketieren überlegen sein. Das riecht ja noch ein Kanonier. Ja gut, aber das vernichten wir die halt auch. Angriff abgeblasen. Der zieht sich zurück. Das ist doch schön. Wenigstens ein Vorteil für uns und außerdem haben wir seine Armee dezimiert. So, dann haben wir das Gebiet auch befreit. Hier unten gibt es kein Wild mehr. Aber da sind doch noch 5. Habe ich da unten eine Försterhütte gesetzt? So. Da die Försterei. Die setze mal auf untätig. Dann kann die Holzfällerhütte das mal ein bisschen hier abarbeiten. So, wie wäre es, wenn ihr das scheiß Ding jetzt hier einfach mal ausbauen wollt? Macht es doch nur für mich. So, schieben wir das einfach mal wieder nach oben. Und wir holen uns noch 1-2 Pikeniere. Hier gibt es keine Steine mehr. Dann können das auch eigentlich jetzt hier gehen. Das bauen wir ab. Das bauen wir auch ab. Und das müssen wir ja auch abbauen. Wenn es da keine Steine mehr gibt, brauchen wir die Sachen ja nicht mehr. Hier unten haben wir ein Lagerhausproblem. Das Lagerhaus ist anscheinend voll. Dann müssen wir hier noch eins hinsetzen, da wir es im Moment nicht ausbauen können. Aber wie ist es, wird hier Bier produziert? Das ich aber im Moment ja nicht einsetzen kann, weil wir ja noch nicht das hier ausgebaut haben. Aber übrigens sind schon mal 5 Bretter, haben den Weg zu unserer Kirche gefunden. So, was möchte mir jetzt das hüpfende Ding sagen? Dass wir nur noch einen Siegpunkt haben, die anderen haben 3. Es lief, in der ersten Aufnahme lief es besser für uns. Im ersten Anlauf lief es definitiv besser. Auf jeden Fall meine Kaserne jetzt. Das ist doch schon mal ein Vorteil. So, da können wir uns nämlich schon mal 1, 2, 3. So, dann haben wir 4 Waffen schon mal irgendwo untergebracht. Und hier unten, das Ding müsstet ihr eigentlich mal endlich ausbauen. Damit das hier auch mal vorangeht. Ah, okay, der Kirchenausbau. Ja, ich schreitet voran. Dann können wir hier 1, 2, 3 Novizen bilden wir uns mal aus. Und auch schon mal ein paar Brüder. 15 könnten wir uns da leisten im Augenblick. Ihr werdet angegriffen. Leute, es reicht. So, jetzt hier. Gebäudeausbau fertiggestellt. So. Jetzt gucken wir mal, wieder. Der hat 5, wir haben 4, aber jetzt müsste hier ist ja ein... Wird da ein stationiert gehabt eigentlich? Naja, gut, schauen wir mal, ob wir das schaffen. Aber wahrscheinlich eher nicht. 3, 2, 1. Komm, zurück.
Wir ziehen uns mal zurück und holen uns dann das Gebiet nachher quasi wieder. So wie wir das gerade auch schon gemacht haben. Haben wir 3, 6. Damit könnten wir sogar das Gebiet auch wiederholen. So, wie sieht das jetzt hier aus? Arbeiten wir noch dran. Hier unten gibt es bei den Jägerhütten nichts mehr zu tun. Das ist schade. Forschung könnten wir im Moment nichts. So, dann schicken wir die jetzt da wieder rein. So. Dann kommen wir noch ein, dann können wir hier die Fichtzucht uns leisten. Zwei Brüder, dann haben wir das auch geschafft. So. Befestigungsausbau beendet. Hier war die Befestigung ausgebaut, genau. Aber hier haben wir, glaube ich, nicht genug Steine für, um das... Ne, da haben wir nur 8 Steine, das können wir uns nicht leisten. So, hier wird fleißig gekämpft. Und es sieht tatsächlich so aus, als könnten wir das auch gewinnen. So, wir haben auch wieder Gold. Und haben wir auch Waffen? Nein, Waffen haben wir im Moment keine. Weil die hier untätig ist, weil hier nicht... Weil irgendwo das Eisen versackt. Da setzen wir das hier mal auf Nachbedarf. Angriff abgeblasen. Dann sollte der mal endlich fliehen. Damit wir das Gebiet zurückkriegen. Außerdem holen wir uns dann hier 2 Pikeniere über die Taverne. Und wir müssen einen Moment warten, während der Autosave läuft. Okay. Technologie kommt uns noch den 2. Bruder, dann können wir das endlich hier abhaken. Was haben wir denn hier? Da fehlt im Prinzip nur noch die Nahrung, ne? Ja, da fehlt nur noch die Nahrung. Bringt es doch endlich mal dahin. Sehr schön. So, weil dann holen wir uns hier Fichtzucht. Und wir geben dann 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 1, so. Wieder einen Auftrag, dann können wir das auch weiter verfolgen. So, wie sieht das hier aus? Hier, da mal den Ausbau in Auftrag geben. So, und hier wird auch fleißig das alles aufgebaut. So, hier könnten wir mal 2 Minen auf Geologe setzen. Und wir schauen mal. Haben wir Waffen? Nein, haben wir immer noch nicht. Weil hier keine Nahrung hingeliefert werden kann, hingeliefert wird. Aber ist hier unten direkt eine Fischerhütte eigentlich. Dann gehen wir einfach hin und sagen, wir holen uns noch einen Musketier und noch einen Pikenier einfach über die Taverne. So, hier oben sollte das ja dann eigentlich fluffiger laufen mit der Waffenproduktion. Weil im Prinzip gibt es ja hier oben nichts anderes als Waffenproduktion. Bräuchten wir 7? Was braucht man hier? Ach, 20 Novizen. Ihr werdet angegriffen. Ach, Leute. Geht mir nicht auf den Sack. Wo sind denn meine Pikenier? Die sollten doch sich dahin mal auf den Weg machen. Ausgebildet sind. In Angriff abgeblasen. Das ist doch schön. Haben wir das auch geklärt? Relativ zügig schon. So. Brauchen wir Wohnhäuser. Ihr wart erfolgreich in der Erforschung einer neuen Technologie. Ja, das ist schön. Gute Neuigkeiten. Ihr habt einen Siegpunkt. Okay, dann gönnen wir uns das hier noch. Wir haben einen Siegpunkt. Ja, dann haben wir zumindest schon mal gleich gezogen. Hier sollte noch ein gehobenes Wohnhaus gebaut werden. Das sollte auch unser Siedlerproblem wieder ein bisschen eindämmen.
Moment, was blinkt da? Jetzt machen wir mal einen hier auf Geologe und hoffen, dass das mal irgendwas bringt, dass er da das Gebiet noch ein bisschen, ob er noch irgendwelche Erzadern findet. Hier ist das Lagerhaus voll. Dann könnten wir uns auch eigentlich den Luxus einer Bäckerei leisten. So. Können wir Technologien erforschen? Nein, weil wir keinen Bruder haben im Moment. Aber unsere Armee ist immerhin groß genug mittlerweile oder relativ groß. Könnten hier die zwei Wohnhäuser mal ausbauen. Okay, da unten sammeln sie Truppen gegen uns, vermutlich. Oder sehr wahrscheinlich sogar. So, hier unten ist doch direkt diese Fischerhütte, ne? Warum also schaffen wir es nicht, hier Verpflegung hinzubringen? Holzstämme fehlen da unten. Dabei ist doch hier direkt eine Holzfällerhütte. Oder in der Weberei fehlen noch Siedler. Haben die denn mittlerweile das gehobene Wohnhaus hier gebaut? Nein, natürlich nicht. Es ist manchmal ein bisschen... Ich will nicht sagen nervig, es ist... ja, doch schon. Wenn es nicht ganz so schnell läuft, wie man sich das vorstellt. Okay, wir brauchen immer noch einen Bruder. Aber im Moment können wir keine weiteren Siedler einstellen, weil wir keine Wohnhäuser haben. Dabei sollte eigentlich hier unten in der nächsten, also quasi das nächste, was gebaut werden sollte, sollte eigentlich hier unten ein gehobenes Wohnhaus sein. Das würde ja unser Problem lösen. Aber daran arbeitet noch keiner. Im Augenblick. Schieben wir mal hier die Bauhütte, die wir hier hingesetzt haben, ein bisschen nach oben. So, in der Kohlemine setzen wir auch einen auf Geologe. Oder hatten wir das schon? Nein, hatten wir nicht. So, weil hier unten, dann arbeiten die auch schon wieder fleißig. Ja, sehr schön. Da unten haben wir ein bisschen Eisenerz, kriegen wir dann noch wieder raus. Okay, dann holen wir uns hier die Ballistik. Und im nächsten Schritt holen wir uns die starke Verteidigung. Und noch einen zweiten Bruder dazu. Und wir müssen mehr Wohnhäuser bauen. Da brauchen wir keine gehobenen, bauen wir hier mal einfache Wohnhäuser hin. Und bauen das hier zum Beispiel noch aus. So. Dann haben wir hier die Technologie, die wird fleißig erforscht, das ist schön. Handelsrouten bräuchten wir vier Klamotten bräuchten wir, beziehungsweise vier Hausierer, dafür bräuchten wir Klamotten, die haben wir im Moment nicht. Hier sind wir übrigens Wohnhaus frei, da bauen wir dann hier auch nochmal eine Schneiderei dran. Weil eine Weberei haben wir eigentlich ja schon. Und die Schafzucht ist unten mittlerweile ja auch aktiv. Setzen wir den hier auch mal auf Geologe, bevor der gar nichts tut. Kann er wenigstens nach Erz suchen gehen. So, Waffen haben wir immer noch keine. Aber Geistliche haben wir. Brauchen wir noch einen oder zwei Brüder brauchen wir noch. Die fehlen uns noch. Also ein Bruder fehlt uns, glaube ich, noch. Ne, zwei. Zwei fehlen uns noch, dann können wir hier die starken Mauern erforschen. So, und wir müssen hier... Lassen wir gerade mal schauen. Okay, die Ausbauten sind noch nicht durch. Das heißt, kein Wunder, dass wir deswegen noch keine...
Ihr habt eine neue Technologie erforscht. Und jetzt kommt auch schon die nächste, die wir erforschen. Und als nächstes erforschen wir dann, wenn wir dann irgendwann das mal geschafft haben, unsere Kirche wieder auszubauen.